dass wir einfach mal sehen, dass es hier wirklich steht. Es ist Babylon in Mitte, gegenüber von der Volksbühne. Hier wurde Geschichte geschrieben. Wir sehen hier Weltpremiere Schlick TV. Es ist der Hammer, es ist der Wahnsinn. Die Leute sind aufgeregt, viele Leute sind schon hier. Es ist lange vor der Vorstellung und trotzdem haben sich schon so viele Leute eingefunden, um dieses Wunderwerk zu betrachten. Voulez-vous Schlick avec moi, ce soir? Was erwarten Sie heute von dem Abend? Ach, naja, untenrum oder generell? Gut, Sie haben ja selbst heute hier in diesem Wunderwerk mitgespielt. Wie kam es denn dazu? Naja, ich habe mit dem Regisseur geschlafen und dann ging das eigentlich von ganz alleine. War das so mies, wie viele behaupten? Naja, also ich will jetzt vor laufender Kamera es nicht schlechter machen, aber es ist schon so, er muss schon noch, also sehr, also... Es war schon hart oder ja, eher nein, nicht so hart? Nicht so, das ist das Problem, so, also... So Wackelpudding ist hart dagegen. Ich bin heute mit meiner Ehefrau hier, weil wir haben einfach mal einen schönen Ausflug geplant Ja. Und hoffen, dass auch unsere Erwartungen erfüllt werden. Was sind denn eure Erwartungen? Na, viel Sex, weil wir wollen ja auch was lernen. Und natürlich Blut. Blut. Nicht wahr? Ja, Blut. Ja. Und ich denke, das werden Sie auch kriegen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am heutigen Wunderbar. Abend. Wunderbar. Ja. Ich wollte eigentlich vorher Godard Kurzfilme in der Montage erleben. Auch schön. Ja. Vielleicht, ich Jolie weiß nicht, Godard, genau, viele vergleichen ja Godard mit Rainer Fritzsche. Was sagen Sie dazu? Ja, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, dieser Typ. Dieser Godard, ne? Nee, Fritzsche. Rainer Fritzsche ist ähnlich wie Godard. Aha. Ganz ähnlich. Eigentlich. Also unkonventionell und... Ja, genau. Surreal oder was? Ja, ja. Wir treffen den Nagel wirklich auf den Kopf. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wünschen Ihnen viel Spaß. Bitte küssen Sie mich. Hat mich sehr gefreut. Telenovela. Nein, wir erleben heute auch, wie die bildmäßige Ästhetik eines selbstgedrehten Videofilms eine Symbiose eingeht mit dem perfekten Kinosound. Also ich bin ziemlich verstört. Oh nein, oh, das tut uns leid. Es gibt manchmal leise Momente, die unfreiwillig komisch sind. Die sind sehr schön, wo der alte Mann da diesen Reiseschallplattenspieler auflegt mit dieser alten Musik und diese Mimik, die er da auflegt, einfach versonnen in sich hineindenkt an alte Erinnerungen. Das finde ich ganz schön. Das ist eine Reminiszenz an alte Zeiten. Aber Sie sind zufrieden auch mit der Masse? Sie kennen das ja. Ich meine, Sie sind das gewohnt von Premieren in Cannes. Dieses Publikum, dieser Andrang, der um Ihre Person geschieht. Ja. Ist ja. Es sehr anstrengend für Sie, heute hier zu sein? Oder Nein, ich darf sagen, es tut gut. Ja, vielen Dank. Das freut Gerne. Mich sehr. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg für den Gerne. Weiteren Lebensweg. Ich danke Ihnen. Sehr freundlich. Wiedersehen, Herr Heiler. Auf Wiedersehen. Die Schlägerszene fand ich persönlich am besten. Da habe ich am meisten gelacht. Daniel war natürlich auch total super, muss ich auch sagen. War sehr witzig. Sehr natürlich. Sehr natürlich war er. Ja. Wie aus dem Leben. Wunderbar. Ich finde es ganz gut. Ist natürlich nicht so ein Kinderfilm von der Wortwahl, aber... Wunderbarer Film. Vor allen Dingen die Tonspur. Macht großen Spaß. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Obwohl es ist herrlich schräg und ich will wissen, wie es weitergeht. Ich fand die Prügelszene etwas anal fixiert, aber ansonsten... Sehr gut. Nancy hat die Blutszene nicht so gut gefallen, ne? Richtig. Weil ich eigentlich noch Hunger hatte und noch was essen gehen wollte, hat sich erledigt für heute Abend. Für so Gewaltexzesse, die ins Nichts hinauslaufen, da mit dieser Telefonzelle, ich weiß nicht, das ist mir eigentlich ein bisschen zu bösartig. Das war ein Schädelbruchbrasis, da ist das Leben für dich vorbei. Da konnte ich endlich mal sein, wie ich bin. Ihr wahres Ich. Ja, es war sehr gut. War sehr befreiend und so bin ich halt nach Feierabend.
Sie waren ja auch damals bei der Oscarverleihung diesbezüglich und da gab es ja auch einige Tumulte. Wie war das im Nachhinein für Sie? Ja, es hat schon eine Weile gedauert, bis man wieder positiv über mich berichtet hat. Aber ich bin da auch wirklich unfair behandelt worden. Ja, das sehe ich genauso. Vielen Dank. Danke. Ich glaube, wir müssen jetzt mal aufs Foto. Ja. Schlick TV, Rainer Fritzsche. Rainer, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich muss ganz kurz begrüßen. Gratuliere dir. Ja, ja, du musst reinwachsen. Ja, ich wachs raus. Ich war so schlank in deinem Film. Ja, nicht? Leider ein bisschen zugelegt. Ja. Ich bin großartig zufrieden. Es war ein großer Erfolg und ich bin noch ganz aufgeregt. Ein bisschen betrunken natürlich inzwischen. Und ich freue mich jetzt mit Koi weiter zu feiern im Roten Salon. Vielen Dank, Rainer Fritzsche. Viel Spaß und vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Du mich auch. Ja, danke. This is like the musician of this what kind of ever movie or whatever. Yeah. Hi. It's so nice to see you again. Hi. Hi. How are you? Hi. I'm fine. How are you? Fine. Hi. This is fucking so great. Oh, nice. Wasn't it a nice movie from Mr. Rossetti? I like him. Die Stimmung war so geil. Also wirklich, Entschuldigung. Es war so schön. Es hat mir so viel Spaß, weil die Leute so nett waren. Ja, als ob das alles Bekannte und Freunde gewesen wären und nicht irgendwelche Leute von der Straße. Nee, toll. Nicht. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ein bisschen an Godard. Echt, ja? Sie fanden, es war wie Godard? Ja. Ich hatte es ja ein bisschen an Louis Malle erinnert. Mir ist mal... Louis Malle? Ich war so begeistert, weil auch ein Toter mitspielt. Das finde ich ganz toll. Weil ich den immer so gerne mochte und dann habe ich den wieder gesehen, das fand ich so schön. Und jetzt sehen Sie das Publikum hier vor dem Theater. Die Leute haben sich noch einmal zusammengefunden, um dann gleich rüber zu gehen zur Party. Hallo, Markus Offi, hat es Ihnen gefallen? Ja, super, geil, das wird Kult. Der Rohrbeck war ja auch selbst zu sehen, manche haben ihn nur erkannt. Hallo Herr Rohrbeck, wie hat es Ihnen heute gefallen? Ich bin begeistert und bin natürlich sehr gespannt auf die dritte Folge. Bei der zweiten Folge hat es mich eigentlich erst richtig gepackt, dieses Blutdesaster. Und nachdem SpongeBob aufgetreten ist, wusste ich, ich muss wissen, wie es weitergeht. Dieser Cliffhanger am Ende, das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Sie unterstützen ja auch selber Hertha. Wie geht es unserer Hertha momentan? Ich bin ja Hertha-Mitglied sogar. Man hat gesehen, Hertha kann wieder gewinnen. Das haben wir jetzt in diesem Film gelernt. Und ich bin überzeugt, dass die Saison jetzt viel besser wird. Gut, wir bedanken uns für das Interview und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Ebenfalls, ebenfalls. Vicky Schlick, wie war es jetzt? Wie ist es für Sie? Wie geht es Ihnen? Sind Sie überwältigt? Es ist grandios. Und so ein riesiges Publikum und alle wollten mir die Hände küssen und so. Das ist schon sehr, sehr... Ich bin begeistert über diese wahnsinnigen Emotionen, die hier uns vom Publikum entgegenkommen. Alle Leute sind glücklich, alle Leute sind froh. Wir gehen jetzt gemeinsam feiern und verabschieden uns hier von der Schlick-Premiere, um jetzt zusammen zur Aftershow-Party zu gehen. Tschüss!